Willkommen zurück zu Let's Play Lufia 2 und ja, boah, es ist lange her, dass ich Lufia 2 mal gespielt habe. Hab in letzter Zeit erstmal Final Fantasy abgeschlossen und boah, ich muss erstmal umdenken, ja, wie das hier nochmal alles war und die Steuerung und alles. Gott, ganz anderes jetzt erstmal. Okay, die Fails sind praktisch verprogrammiert. Aber ich glaube, wir müssen in die Stadt hier. Pandoria, richtig. Müssen wir hin? Hey Nora, lass mich dir etwas Interessantes zeigen. Schau. Ih, eine Schlange! Haha, schau genau hin. Es ist nur ein Tau. Du bist eine Heulsuse, Nora. Hey, hey, hey. Wir können hüpfen. Wow, Heul, Schnäuz. Ach Gott, Kinder können so gemein sein. Hey Jungs, ihr sollt die Mädchen nicht ärgern. Wieso redet ihr eigentlich gerade wie ein Typ in der Frau spricht? Egal. Oh nein, das ist Celon! Schnell weg hier, ich hätte beinahe Celes gesagt. Ich bin nur in Final Fantasy 6 irgendwie drin. Ah, Heul, Schnäuz. Hör mit dem Wein auf, Nora. Aber. Hör mir zu, Nora. Es ist nicht nett, was die Jungs mitgemacht haben. Aber du solltest nicht immer gleich weinen. Das ist nur Grund für die Jungs, dich noch mehr zu ärgern. Mein Papa hat gesagt, dass Jungs nicht weinen dürfen, Mädchen aber schon. Mädchen, die ständig weinen, nennt man Heulsusen? Genau, als solltest du wirklich nicht bei jeder Gelegenheit losrennen. Verstehst du das? Nö. Wenn du erwachsen bist, wirst du in das Schloss zurückkehren. Also hör bitte mit dem Wein auf. Einverstanden. Und weg ist sie. Ja, gehen wir mal in den Shop gucken, ob es irgendwas Neues gibt. Franziskaner. Ja, für das Ende, glaube ich. Ja. Kein Kommentar. Rüstung, was Neues. Kettenpanzer. Okay, ein Kümmer. Mikro geben. Maßanzug. Ayo, warum nicht? Tier, bekommst auch mal was, du alle Nuss. Glasmütze, bekommst du auch. Von mir aus. Bronzehelm für ihn. Was habe ich denn Bronzehelm jetzt eigentlich gekauft? Ich dip. Schutzschild! Das kann man zweimal kaufen. Einmal und zweimal. Lederkralle. Okay, wir sind gut ausgerüstet. Jetzt schauen wir mal, ob es noch Dings gibt irgendwie. Zauber hier. Ich hoffe nicht, weil ich habe jetzt schon keine Kohle mehr. Puh, Gott sei Dank. Ich bin so erstmal froh, dass es hier keinen Zauber gibt. Geh vorbei. Ach so, stimmt, ins Schloss müssen wir jetzt. Schloss Pandoria, und es war so ein weiter Weg hierher. Von der Stadt bis ins Schloss. Hier bin ich! Ich bin soweit, Kommandante. Ach ja, diese Duellkunst hier in dem Spiel, die ist so toll. Ist das alles? Meinst du wirklich, dass du auf diese Weise das Schloss und den König beschützen kannst? Verzeih mir, große Kriegerin. Kriegerin. Naja, noch 10 oder 20 Jahre intensives Training und du wirst ein guter Soldat werden. Ich werde hart an mir arbeiten, Kommandantin. Ich verspreche es. Gut, ich werde mich nun in meine Kammer zurückziehen. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Verstanden! Und weg ist er. Sie ist ziemlich hübsch, oder? Was meinst du, Miko? Wie? Ja, ich denke schon. Sie ist nicht nur eine gute Kriegerin, sie ist auch eine anmutige und begehrenswerte Frau. Findest du? Männer, kaum sehen sie eine schöne Frau, läuft ihnen der Sabber aus dem Mund. Widerlich. Eifersüchtig? Urteile nicht zu früh. Oh Tier, du schönste und anmutigste aller Frauen. Schleimer. Okay. Ich habe vorher gar nicht gelesen, ich habe es frei gesagt eigentlich gerade. Schleimer, ich glaube dir kein Wort. Gib nur Ruhe, sonst müssen wir dich wieder übers Knie legen. Oh ja, versuch mit den Hintern und gib mir Tiernamen.
Was, ah, du hast Selan genauso gierig angeschaut. Das ist nicht wahr. Der Sven kann dir doch egal sein. Naja, schlecht sieht sie nun wirklich nicht aus. Oh, eine Lesbe. Noch nie sah ich solch eine starke Frau. Ja, ich auch noch nicht. So, jetzt nehmen wir bei Zeitung aus und sabbern eine Runde. Kann es sein, dass du Miku bist? Nee, ich bin der Papst persönlich. Ja, ich bin Miku, aber woher kennst du einen Namen? Mein König. Mein König. Kein Kommentar. Der König von Lunaria hat mir erzählt, dass du ihm die gestohlene Krone zurückgebracht hast. Ja, bestimmt per Einschreiben oder per Fax. Ich hörte, du seist auf Reisen und hoffte, du würdest mein Reich besuchen. Willkommen, ja. Das Wort Reich stört mich jetzt schon. Da ich bereits von deinen Fähigkeiten hörte, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Ja, von mir aus. Ich habe nichts anderes erwartet. Im Norden soll dich das legendäre Deko-Schwert befinden. Der Haken an der Sache ist, dass dort viele Dämonen lauern. Doch mit deiner Kraft und deiner Fähigkeit sollte es dir gelingen, das Schwert zu erlangen. Natürlich werde ich dich fürstlich belohnen, wenn du mir das Deko-Schwert bringst. Einverstanden? Ja, von mir aus. Wunderbar, warte einen Moment. Hey, Marcellus. Marcellus, oh mein Gott. Ja, mein Fürst. Bitte Selan zu mir. Sofort, mein König. Mein König, Selan, ich möchte, dass du mit Miku in diese Festung im Norden gehst. In die Festung? Wegen des Deko-Schwerts? Das kann ich auch alleine mit einem Truppen erledigen. Dazu benötigen wir keine fremde Hilfe. Ich weiß, dass du stark bist, aber du kannst nicht immer alles alleine machen. Nur gemeinsam könnt ihr den Dämonen trotzen. Erfüllt mir bitte diesen Wunsch, Selan. Du wirst deinen König doch nicht enttäuschen, oder? Geht nun und findet das Schwert. Aber mein König, willst du mir etwa widersprechen? Nein, mein König, ich werde zusammen mit Miku die Mission erfüllen. Selan wird mit dir gehen. Miku, du wirst die Truppe anführen. Hast du damit ein Problem? Nein, mein König, absolut nicht. Großartig, Selan. Dies ist eine einmalige Chance zu lernen, wie es ist, wenn man gehorchen muss. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ja, bla bla. Bis gleich wieder abhaut. Du bist Miku, oder? So nennt man mich. Wer sind die anderen? Dies ist Guy, ich habe ihn in Tenbal getroffen und das hier ist Tia. Sei gegrüßt. Miku, ich will ehrlich sein, ich traue dir nicht. Mir wurde befohlen, dir zu folgen und mich deinen Befehlen zu unterstellen, das ist aber auch alles. Du hast eine ziemlich direkte Art zu reden. Ja, ich sage immer meine Meinung. Ich verstehe deine Lage, aber was kann ich tun, um dein Vertrauen zu gewinnen? Deine Kraft allein wird nicht ausreichen, um mich zu überzeugen. Ja, pack sie, drück sie an die Wand und nagel sie 2 Stunden durch. Dann hast du dir Vertrauen. Ist klar. Du bist hart. Naja, wir werden uns schon zusammenraufen und das Deko-Schwert finden. Natürlich, zu laut mein Befehl. Befehl, das klingt sehr ernst. Dennoch bin ich froh, dass du uns unterstützt. Selan, schließ dich an! Jetzt haben wir wenigstens mal eine richtig coole Zauberin und Heilerin, nicht so wie Tia, dieses versoffene Stück Scheiße. Gruppe, ja, kann alles so bleiben. Denn wenn wir jetzt mal auf Selan gucken, ja, Funkelkante, Schockkante, Narkose, stark, also heilen, Flucht. Warp und Licht. Was war Licht eigentlich nochmal? Scheiße, was habe ich noch so? Raffwasser, ja gut, reicht alles. Dann können wir auch schon loslegen, loslaufen. Ach, ihr wisst schon. Was hat er gesagt? Im Norden war es, glaube ich, ne? Jetzt muss ich dem Dreckskönig sein Drecksspielzeug bringen. Schwerttempel, oh, ach, das war der Scheiß. Oh Gott, ich erinnere mich. Warte mal. Wisst ihr, was das Schöne an Lufia 2 ist im Gegensatz zu Final Fantasy? Was auch an Star Wars so geil ist anstatt an Final Fantasy, keine Zufallskämpfe.
Oh nein. Nein, nicht das. Okay. Wir haben hier wieder diese abstrakten Skelette mit dem pinken Schwert, das sie vor ihren halten und ja. Ah, ist unser Kettenhund. Kettenhund? Habe ich den nicht schon mittlerweile gelevelt oder habe ich das erst in einer... Oder war es noch ein anderer Speicherstand? Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich den gelevelt habe. Er hat hier Level Up von mir aus. Okay. Dann habe ich den erst im anderen, späteren Spiel mal verändert. So, wir müssen ja irgendwie jetzt einige Brücken bauen, um da an die Kisten so weit zu kommen. Ah, Königsgoblin. Das war der allererste Endgegner, falls sich noch jemand dran erinnert. Der jetzt schon tot ist nach zwei Schlägen. Und nein, ich bin noch nicht so weit über Level, wie es in Final Fantasy 6 zum Beispiel der Fall war. Und ich bin so froh, dass es hier keine Zufallskämpfe gibt, weil das, ey... Könnte mich motivieren, Lufia 2 schnell durchzuziehen. Da es keine Zufallskämpfe gibt, also abgesehen von der Weltmap. Aber da warte ich auch so was, dass ich halt... Also auf der Weltkarte warte ich schon, dass ich da irgendwie angegriffen werde, wenn ich da frei rumlaufe. Ja, in Dungeon normalerweise. Aua, es ist nervig. Scheiße, über der Fackweg. Okay, das war schon mal Schrott. Ich werde hier eben ein paar Versuche brauchen, von daher, Ursprung. Ach so, fuck, die sind auch wieder da. Ja, haben wir es so drauf, ist ja nur einer. Ah, das ist ein schöner Schaden. Jawohl. So. So, das lassen wir jetzt alles mal so wie es ist. So. Ah, okay. Ah, hier muss ich noch gar nicht hin. Ach, hau ab. Na, da drüben muss ich zwar auch noch, aber jetzt wollte ich erstmal die Kisten so holen. Der Hund war bei mir schon viel. Der war bei mir schon viel höher, dieser Rio. Blöder Köter. Hör auf zu sabbern, greif die an, du scheiß Köter. Das ist Level 17, ach du Heilige. Ja, ja, da kommt noch einige lustige Zeiten auf mich zu. Kurz Schwert erhalten, supi. Ich weiß gar nicht, ob das. Das Brett hat keinen gar nichts gebracht, aber egal. Toll, wieder alles Standard. Ach, wir jetzt mal anders da. So. Ah, das sieht schon besser aus. Ja. Nicht so... Scheiße! Ich krieg's echt nicht auf die Reihe. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich mach das kurz offscreen, bis gleich.